Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal berichtet von seinem Vater. Berichtet von seinem Vater, der große Imam der Sunna, dass er im Sterben lag. Und das Sterben, wir wissen, der Schlaf ist das kleine, ist Wafatu Sughra, ist sogar der kleine Tod. So wie du beim Schlafen auch manchmal in diesem Bereich bist von Wach und Schlaf, so ist es auch beim Tod oft, dass man so wie in so einem Bereich ist. Und Ahmed ibn Hanbal sagte, noch nicht, sagte er. Noch nicht. Und er war wie so, noch nicht, ja, so in diese, als wenn er nicht so bei sich ist, so richtig. Und dann wurde er wieder, kam er wieder zu sich, dann sagte sein Sohn zu ihm, mein Vater, warum hast du das gesagt, noch nicht? Er hat gedacht, er will noch nicht sterben. Dann sagte er, nein, der Scheitan kam zu mir und sagte, oh Ahmed, jetzt bist du mir entkommen. Und dann hat er gesagt, Ahmed, aber noch nicht, weil solange du noch lebst, bist du noch nicht entkommen. Und deswegen sagen die Gelehrten, gerade in diesem letzten Moment, kurz vor deinem Tod, gibt sich der Scheitan besonders viel Mühe, dich in die Irre zu führen. Warum? Warum? Weil danach bist du entkommen. Wenn er dich jetzt nicht kriegt und der Todesengel ist gekommen, kriegt er dich nicht mehr. Was wird er also versuchen? Der versucht dich im letzten Moment, versucht er die Zweifel reinzubringen. Bist du sicher, dass das wirklich so ist? Bist du sicher, dass Christentum ist nicht richtig, das Judentum ist nicht richtig? Was ist, wer das alles? Versucht dir Zweifel zu bringen. Das heißt, der erste Grund dafür, dass man im letzten Moment scheitert, ist al-fasadu fil-i'tiqad. Dass man Fasad, Unheil in seinem Glauben hat. Zweifel in seinem Glauben hat. Die richtige Akida nicht gefestigt hat. Denn dann, das ist wie mit so einem Computer, der schön arbeitet, aber wenn ein hartes Programm kommt, stürzt er ab. Oder wie ein Auto, mit dem du durch die Ortschaft fahren kannst, aber dieser kleine Mangel, dieser versteckte Fehler zeigt dich erst, wenn du 800 Kilometer damit fährst, da bricht der Wagen auf einmal zusammen. Oder zum Beispiel, ihr wisst, ich komme aus dem Boxen, ja? Jemand sieht aus wie der Weltmeister, sieht aus wie ungeschlagen, unbesiegbar, aber die Mängel fallen dann auf, wenn er gegen einen trifft, der stärker ist als er. Dann merkt man auf einmal, oh, die Kondition ist doch nicht so, oder er hat diesen und jenen Fehler in der Verteidigung und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es besonders hart wird und man hat sich mit der Religion nicht richtig beschäftigt und man kennt seine eigene Akida nicht und man ist nicht gefestigt gegen die zwei, gegen die Scheinargumente im Islam, über die ich übrigens viele Videos gemacht habe, wie zum Beispiel angebliche Widersprüche im Koran und so weiter und so fort, im letzten Moment ist die Gefahr groß, dass der Scheitan einen kriegt. Möge Allah uns bewahren und deswegen müssen wir selber lernen und unseren Kindern die Religion richtig beibringen. Ja, dhakir al-ashab, kum mutaddiban, ya.